Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Die Küche ist übrigens da. Also, die Küche wurde eingebaut. Heute geht es um den A3. Wir wechseln heute die Bremse vorne vom A3. Ein kleines Tutorial-Video. Ich habe heute schon am 2er geschraubt. Und ich habe heute auch schon am 3er geschraubt. Ist schon wieder hier übelstes Teilewachstum. Aber egal. Es geht ja um den Audi. Ich würde sagen, ich lege gleich los. Ihr schaut zu. Ist heute nichts Dickes. Einfach nur ein kleines Erklärbär-Video, wie man die Bremse beim Audi A3 vorne wechselt. Lasst mir doch jetzt einfach schon mal ein Like da. Und ich würde sagen, es geht los. Als allererstes bocken wir das Fahrzeug erstmal hoch. Hier ist übrigens eine Vertiefung im Schweller. Dort wird der Wagenheber angesetzt. Da ich sehr kundenfreundlich arbeite, lege ich immer einen alten Lappen drunter. Das hilft gegen Farbabblätter am Schweller. Nicht, dass der wegen mir irgendwann anfängt zu rosten. Das geht nicht. Das sollte schon reichen. Wenn ihr das Fahrzeug hochgebockt habt, wäre es sinnvoll, ihr benutzt einen Schlagschrauber mit einer handelsüblichen 17er Nuss. Felgenschloss. Braucht kein Mensch. Zumindest nicht bei diesen Felgen. Und das ist auch noch übelstes Aule-Schloss. Ah. Und fester als die anderen Schrauben. Katze. Löst am besten die untere Schraube als letztes. Dann stellt ihr gekonnt den Fuß vor den Reifen. Dann fällt das Rad auch nicht einfach ab. Als nächstes entfernen wir die Schutzkappen. Und genau diese zwei Schrauben werden gelöst, um den Bremssattel abzubekommen. Aber in diesem Fall, denn hier ist echt ein sehr starker Grat an der Scheibe, empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Bremsklötzer ein bisschen von der Scheibe wegzudrücken. Sonst bekommt ihr die Klötzer nicht über die Scheibe. Um die beiden Schrauben lösen zu können, benötigen wir einen 7er Imbus. Ja, ein Imbus. Genau wie am Golf 2. Ich dachte ja, es ist Torx oder so, aber nein. Es ist ein Imbus. Ich löse immer beide Schrauben erst an. Einfach um zu wissen, dass beide überhaupt abgehen. Nicht, dass der Imbus sich mal überdreht, weil der vorher einer irgendwie komisch drin rumgefummelt hat. Es fühlt sich aber hier sehr gut an. Man hört auch das Knacken. Die Schraube ist gelöst. Das ist der Führungsbolzen. Der sollte sich immer sehr gut bewegen können. Also wenn der fest ist, müsst ihr den rausoperieren, dann mit Sandpapier anschleifen und wieder fetten. Die beiden hier sind ein bisschen trocken. Also der ist ein bisschen trocken, der andere wahrscheinlich auch. Aber sie funktionieren. Wenn die nicht fest sind, müsst ihr die auch gar nicht rausziehen.
um den Bremssattel abzubekommen. Der bewegt sich jetzt definitiv schon. Ich habe ihn nicht weit genug auseinander gedrückt. Aber die Scheiben haben auch echt einen extremen Grat. So. Problem ist die Bremsleitung. Die wird einfach zu straff, um den hier unten auszuhängen. Da könnte man jetzt hier die Klammer rausmachen und den Bremsschlauch nach oben rausziehen. Auf der anderen Seite war das aber alles festgegammelt wie Sau. Deswegen löse ich jetzt die 10er Schraube und mache den ganzen Halter ab. Man könnte den Bremssattel jetzt auch oben an der Feder anhängen mit einem Stück Draht oder so. Ich lasse ihn jetzt einfach hängen. Ihr könnt es ja machen, wie ihr das für richtig haltet. Als nächstes die Halteschraube der Bremsscheibe lösen. Das ist hier ein Torx. Die war übrigens nicht fest, ja. Also ich brauchte kein weiteres Werkzeug, um die abzumachen. Hier habe ich zum Beispiel vorhin mit dem Schraubendreher gedrückt. Vielleicht könnt ihr das sehen. Da ist einfach schon das Stück rausgebrochen. Da sieht man auch, wie extrem abgenutzt die Scheiben sind. Jetzt reinige ich die Aufnahme der Belege. Die sind hier wirklich noch sehr gut. Also hier reicht die Drahtbürste. Hier geht alles schön ab. Wenn ihr da extreme Rückstände drauf habt, könnt ihr mit einem Schraubendreher drüber kratzen, um das grob runterzuholen und könnt ihr dann auch mit Schleifpapier die Flächen plan schleifen. Die neuen Bremsscheiben reinige ich vorm Einbau mit Bremsenreiniger. Wäre hier wahrscheinlich gar nicht notwendig, weil die beschichtet sind. Da ich es aber nicht weiß, haue ich ja immer Bremsenreiniger drüber, wische es ab und das ist gut. Also einfach, damit die Scheiben fettfrei sind. Jetzt mache ich hier erstmal Kupferpaste drauf. Heutzutage wird eine andere Paste benutzt. Ich bin aber oldschool. Nee, ich habe auch die andere da, irgendwo. Aber ich habe halt auch einen Haufen Kupferpastentuben kostenlos bekommen. Und die muss ich ja auch irgendwie verwenden. Jetzt die Bremsscheibe. Die Halteschraube. Der hat keinen Bock. Jetzt. Der hat auch ein bisschen gehangen. Der nächste Klotz. Dieser hier ist auch schon ziemlich abgefahren. Es ist aber der einzige von den vieren, wo echt weniger drauf ist. Die anderen gehen eigentlich noch. Aber die Scheiben sehen halt extrem kacke aus. Jetzt muss der Kolben zurückgedrückt werden. Normalerweise nimmt man dafür einen Rücksteller. So, hier reicht jetzt die Zange nicht mehr aus. Auf der anderen Seite hat es gerade so geklappt. Ich nehme jetzt eine Schraubzwinge. Wie gesagt, benutzt bitte einen Rücksteller. Nicht, dass dann jemand sagt, dass ich dafür verantwortlich bin, wenn irgendwas nicht geklappt hat bei euch. Ach so, bevor ihr die zurückdrückt, macht oben vom Fleck mich doch am Zuckerli. Macht oben den Bremsflüssigkeitsbehälter auf. Also dreht einfach den Deckel ein bisschen auf, dass da die Luft raus kann.
Jetzt die Belege. In diesem Fall ist der mit den silbernen Klammern für innen, der mit den schwarzen Klammern für außen. Am besten ihr schaut auf den alten Belegen. Am besten testet ihr vom Einbau, ob die auch wirklich gängig sind. Manchmal muss man hier die Farbe runterschleifen, damit die auch wirklich ordentlich hier drin geführt werden und nicht klemmen. Da dürft ihr natürlich die Kupferpaste nicht vorher drauf machen. Ich habe die andere Seite aber schon gemacht und da war alles toppy. Also ich gehe davon aus, dass es hier auch passt. Wieder ein bisschen Paste. Hier mache ich auch ein bisschen Paste dran. Dann lässt sich das einfach besser einschieben. Beide Bremsbeläge sind dran. Jetzt den Sattel wieder schräg von unten einführen. Im Großen und Ganzen war es das jetzt eigentlich schon. Ich mache jetzt die zwei. Sehr geil. Ich mache jetzt die zwei Imbusschrauben wieder fest und dann ist gut. Denkt immer daran, nach fest kommt ab und nach ab kommt kaputt. Macht erst die untere, da der Sattel ja hier unten schon drin sitzt. Die untere im Prinzip wieder erstmal handfest, dann die obere. Ihr müsst die Schraube fühlen. Jetzt hat sie gegriffen. Und dann keine Ahnung mit wie viel Newtonmeter. Ein richtiger Schrauber hat das im Gefühl. Das ist ein 8er Gewinde. Das bekommt nicht so viel. Aber da könnt ihr zur Not bei Google schauen. Damit ist die Bremse abgeschlossen. Als nächstes wechseln wir die Koppelstange. Bei der Koppelstange ist es sinnvoll, wenn ihr euch hier hinten was drunter klemmt zum Antrieb, dass der Stabi hier unten in der Position bleibt. Ansonsten, dadurch, dass das Fahrzeug auf der Seite hochgehoben ist, kommt da echt viel Spannung drauf. Der Stabi geht nach oben und ihr kriegt die Koppelstange dann echt sehr schwer wieder rein. Und die Kappen natürlich nicht vergessen. Passiert mir ständig. Bei den Koppelstangen ist es hier ein 18er, also bei den alten. Bei den neuen ist es dann glaube ich 19. Ich löse die jetzt an und danach fixiere ich den Stabi. Hier unten ist halt ziemlich beschissen, da kommt man schlecht ran durch die Verkleidung. So, jetzt stecke ich hier meinen Keil rein. Damit die Gewindestange sich nicht weiter mitdreht, kommt hier vorne der 6er Vielzahn rein. Bei den neuen ist es ein Imbus. Hier kann man jetzt die Verkleidung ein Stückchen wegdrücken. Den Imbus ohne Aufsatz mit einem 10er Ring versehen. Den hier hinten aufstecken. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich gebe mein Bestes. Jetzt weiter lösen. Und der Zehner drückt hier unten gegen den Querlenker und hält sich damit automatisch fest. Jetzt kann man einfach abdrehen. Ich hab den Finger. So, Imbus raus.
Ich lasse das jetzt noch drinnen hängen. Das gleiche machen wir oben. So, alte Koppelstange raus. Sitzt anfädeln. Sind selbstsichernde Muttern. Und theoretisch, wenn ihr Glück habt, dreht sich das Gewinde jetzt nicht mit. Fest. Mein Keil ist in der Zwischenzeit wieder rausgefallen. Aber er hat ja seine Arbeit erledigt. Ja, Leute, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Wenn euch mein kleines Tutorial-Video gefallen hat, wäre es sehr schön, wenn ihr mir ein Abonnement da lasst und dem Video einfach als Dankeschön einen Daumen nach oben gebt. So, das war's. Ich bin raus. Bis später. Peace, Leute. Schon wieder Dreck. Frisch gewaschen.